Hier ist Silvia am Sonntag, der Podcast. Mein Gast ist heute Moderator Ingo Nomsen. Ich habe nie gelernt zu streiten. Ich wusste nicht, wie ich Konflikte austrage. So beschreibt er ein Problem, das ihm im Umgang mit anderen Menschen immer wieder das Leben schwer gemacht hat. Er wollte es ändern und ist damit persönlich ein großes Stück weitergekommen. Für mich waren viele, selbst kleine Konflikte, ganz große gordische Knoten, die ich mich nicht traute, irgendwie anzugehen. Und als ich mal im Zuge des Buches dann begonnen habe, so kleine Konflikte zu lösen, merkte ich plötzlich, dass das, was ich als großen, unbezwingbaren Konflikt sah, gar nicht schlimm war und ganz normal. Und dann konnte ich mich mit so kleinen Schritten langsam vorarbeiten und kann heute sagen, dass ich Konflikten eben nicht mehr aus dem Weg gehe und dass das mein Leben viel entspannter gemacht hat und auch das Miteinander mit anderen, weil die wissen immer, woran sie sind. Warum war der Tod seines Vaters ein Wendepunkt in seinem Leben? Hatte er keine Angst, einen erfolgreichen Job zu kündigen? Und wie geht er heute mit Konflikten um? Freuen Sie sich auf ein Gespräch mit Tiefgang. Herzlich willkommen, Ingo Nomsen. Grüß dich, servus. Grüß dich, Ingo. Lange, lange Jahre, 20 Jahre, vertrautes Gesicht im Fernsehen, volle Kanne moderiert. Und du bist unterwegs auf neuen Wegen. Ganz viele neue Dinge, die wir jetzt besprechen. Unter anderem dein wirklich ganz neues Buch, Hilfe, ich bin zu nett. Ja, ich bin auch sehr stolz, dass es jetzt endlich raus ist. Ich fand das sehr, sehr interessant. Und ich fand es auch sehr mutig, weil du natürlich auch ganz offen deine Schwächen zugibst. Ja, also für mich ist es ja auch selber so ein Weg gewesen, in dem ich wirklich erstmal im zweiten Buch gesehen habe, wie man das richtig macht. Im ersten Buch war ich noch irgendwie ein totaler Frischling. Beim zweiten hatte ich ja zumindest schon die Erfahrung des ersten im Gepäck. Und jetzt habe ich wirklich nochmal unfassbar viel gelernt über das Bücherschreiben als solches. Und zum zweiten ist dieses Buch natürlich auch für mich eine spannende Reise zu mir selbst gewesen. Also ich habe mich da echt in vielen, vielen Facetten neu entdeckt und das ist ein sehr gutes Gefühl, mit dem ich aus diesem Buch rausgegangen bin. Nett ist ja auch so ein Adjektiv, was auch nicht immer positiv bewertet wird. Ist ja nicht so, wo Männer gerne damit prahlen, um ihre Männlichkeit zu unterstreichen. Ja, ich glaube, ich habe in vielen Schauspielworkshops immer wieder gehört, du musst verletzlich sein als Schauspieler, durchlässig, um überhaupt als ganze Person irgendwie wahrgenommen zu werden. Und ich konnte damit am Anfang gar nichts anfangen. Dann hat sich das irgendwie, was die Schauspielerei angeht, verfestigt, dass man sagt, ja, okay, man muss wirklich irgendwie alles von sich zeigen, damit einen die Menschen mit auf ihre Reise nehmen. Und ich glaube, das Gleiche gilt natürlich auch für Bücher, gerade wenn wir unsere Lebensgeschichte erzählen. Und wenn ich meine Geschichte auf den Tisch lege, dann muss ich da natürlich auch eine gewisse Wahrhaftigkeit reinlegen. Und ich glaube, das ist das, was dann auch die Menschen letztendlich mitnimmt. Und ich sage immer, ich bin zwar kein Coach, aber wenn sich aus meiner Geschichte die eine oder der andere was für seinen eigenen Lebensweg mitnehmen kann, dann macht mich das total glücklich und ich bin total berührt von den ersten Reaktionen, die es jetzt auch von Verlagsseite gab und was ich auf Instagram zurückbekomme von den paar Freunden, denen ich es schon geschickt habe. Die sagen alle, es ist echt gut geworden. Und was mich total freut, ist, dass es eben auch ein Buch ist, das man gerne wegliest. Ja, also so ein kleiner Page-Turner, auch wenn es kein Krimi oder Thriller ist. Und es hat ein Happy End, das ist ja auch das Schöne. Ja. Also, und warum, Ingo, hat das ein Happy End? Weil es eben die richtige Frau gibt. Also nicht nur, aber das hat auch damit zu tun. Na, ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich für mich selber mit mir heute mehr im Reinen bin, als ich das je war. Und dann bauen sich natürlich auch andere Bausteine des Lebens irgendwie gleich ganz anders zusammen und machen vieles möglich, das man selbst dann auch vielleicht nicht mehr für möglich gehalten hätte. Also ich habe mich und meine Träume wiederentdeckt und versuche die Stück für Stück ein bisschen wahrzumachen. Und da gehörte dann irgendwann auch die eigene Familie dazu. Man muss ja auch, dazu werden wir kommen, dann auch den Blick, das hast du ganz gut jetzt beschrieben, man muss ja auch die Menschen, die einem gut tun, ob das jetzt Männer oder Frauen sind in der Liebe, man muss sie ja auch erkennen. Ne? Und ich glaube, da hast du halt auch viel getan. Ja, ich glaube, der erste Schritt ist auch da, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen und mal zu gucken, woher komme ich, wohin will ich, was ist das, was ich mir im Leben noch aufbauen will. Und dann, wenn man selber sozusagen erstmal geklärt hat, wie es in einem aussieht, dann kann man auch andere wieder auf die vielfältigsten Arten an sich ranlassen. Ja. Es eine wichtige Rolle spielt der Tod deines Vaters. Warum war der so ein Wendepunkt in deinem Leben? Im Rückblick war es für mich der Moment des Durchschüttelns, den ich gebraucht habe, wo einfach mal alles in Frage gestellt wird. Ich habe gemerkt, auf eine erschreckende Art und Weise, dass das Leben eben endlich ist und dass das Leben keine Generalprobe ist, sondern
du nur dieses eine Leben hast, ja, egal wie es dann weitergeht nach dem Tod. Und das ist mir in dem Moment, in dem mein Vater starb, auf erschreckende Art und Weise klar geworden. Da war nicht nur die Trauer, dass einer der Menschen, die mir in meinem Leben am nächsten waren, plötzlich nicht mehr da ist. Und wir alle glauben ja immer, dass die Eltern nie gehen würden und dass die auch immer gleich alt sind, weil der Abstand der Jahre natürlich immer der gleiche bleibt. Und plötzlich war mein Vater nicht mehr da und habe dann nochmal drüber nachgedacht, dass er ja sich genau dieses Leben, das er sich immer gewünscht hat, selbst wahrgemacht hat, und habe mich dann nochmal gefragt, wo bin ich eigentlich gerade in meinem Leben und was wollte ich eigentlich alles in meinem Leben erreichen und welche Träume wollte ich mir erfüllen und was hatte ich, als ich als Jugendlicher dann plötzlich im Übergang zum Erwachsenenwerden in dieses Alleinleben in Anführungsstrichen gestartet bin und dachte mir, dass ich da eigentlich noch einiges auf dem Zettel hatte, dass ich im Laufe des Lebens einfach verloren hatte, dass ich irgendwie man ist dann in so einem Hamsterrad drin, und ich war ja auch in einem Berufsleben, das mich total erfüllt hat. Ich habe viel gearbeitet, da war für Privatleben und für andere Träume einfach gar keinen Platz mehr, weil mich das andere eben auch sehr glücklich gemacht hat. Aber das hat sich dann doch als toller Schritt erwiesen, zu gucken, ob man nicht die Träume, die man irgendwann mal gehabt hat, wieder hervorholt und versucht, die auch nochmal wahrzumachen. Du bist ja ein wirklich sehr guter Gastgeber. Also so im Beruflichen hat sich das ja überhaupt nicht gezeigt. Da hast du ja funktioniert und die Gäste sind sehr, sehr gerne zu dir gekommen. Das ist eine 90-minütige Live-Sendung gewesen, volle Kanne. Was war so der Unterschied jetzt zum privaten Leben? Na, mein Privatleben hat sich natürlich rein zeitlich in großen Teilen meines Lebens auf ein Minimum reduziert. Ich war immer in der Familie derjenige, der bei der ein oder anderen Familienfeier einfach gesagt hat, ich kann nicht. Ich muss arbeiten. Ich stehe da auf irgendeiner Bühne, ich mache da irgendeine Fernsehshow. Ich kann leider nicht kommen. Und ich habe zugegebenermaßen mit meiner Familie sehr viel telefoniert. Mhm. Immer schon, ja, weil ich bin ja schon mit 18 ausgezogen, weil mein Vater bei der Bundeswehr war und wir immer wieder in neuen Städten waren und ich dann Abi machte und dann sagte, ich will jetzt hier bleiben. Hier war ich jetzt 4 Jahre, hier habe ich in Murnau zwischen München und Garmisch mein festes Umfeld, hier habe ich meine Bands, hier habe ich alles, was ich will, jetzt nochmal neu anzufangen, das wäre für mich damals nicht mehr möglich gewesen. Und dann bin ich ausgezogen, stand auf eigenen Beinen und habe natürlich viel mit der Familie telefoniert. In den letzten Jahren dann auch immer häufiger mit FaceTime, wo man die anderen wenigstens auch sieht. Ja. Aber es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn du aktiv Teil dieses Familienlebens bist, anstatt irgendwie nur in irgendeiner Stadt zu sitzen, abends allein im Hotelzimmer zu sein und am nächsten Tag wieder auf Montage in Anführungsstrichen zu gehen und irgendeine Gala zu moderieren oder eine Fernsehshow. Wie hast du das gemerkt? Das habe ich gemerkt, indem ich zum Beispiel freie Tage am Sonntag dann einfach allein im Bett verbracht habe und mir irgendwie Chips, Eis, Schokolade und dann noch ein bisschen was beim Thai bestellt und irgendwelche Serien gucken, was ja auch toll ist. Ja, ja, klar. Aber ich glaube, wir Menschen sind soziale Wesen und wir brauchen einfach möglichst regen Austausch auch im Privatleben. So sehr ich auch mal die Einsamkeit schätze, und das tue ich auch heute noch, ich genieße es auch ganz gerne mal allein zu sein, aber doch nicht auf Dauer. Ja? Bei mir kam ja dazu, dass ich im Beruf super glücklich war. Also die Momente vor der Kamera oder auf der Bühne haben mich immer schon sehr erfüllt. Also da habe ich eigentlich nur Glücksgefühle gehabt. Ja? Ja. Aber dann wieder nach Hause zu kommen und da irgendwie allein in der Bude zu sitzen oder nicht wissen, was man jetzt macht, ja. Also das war echt, das war doof, das war nicht mehr schön. Und immer wenn ich dann wieder 1-2 Tage frei hatte, dann wurde ich meistens krank. Gab ja dann auch Phasen, wo ich mich relativ selbstbewusst dann auch mit Grippe oder Fieber vor die Kamera gestellt habe und das dann auch noch toll fand. Da man sagt, ey, ist doch cool, ja, ich zieh durch. Und die Kamera kann ja auch viel wettmachen. Also der Adrenalinpegel, der dann bei einer Live-Sendung kommt, der hat auch irgendwelche Hustenreize oder Schweißattacken einfach gebremst. Mhm. Ja, ich war vor der Kamera einfach immer, ja, du sagst funktioniert, aber funktioniert klingt so negativ, ja, aber da war ich einfach in meinem Element, ja, das war mein Ding und da war alles gut, aber zu Hause war halt dann manchmal nicht alles gut.
Ja, umso großartiger, finde ich, ist ja dann auch dieser Schritt, also aus einer wirklich funktionierenden Sendung, also ne, du bist wirklich freiwillig ausgestiegen, 20 Jahre volle Kanne und alle waren ja auch ziemlich überrascht, als du gesagt hast, nee, ich will jetzt mal aufhören. Da gehört ja auch wirklich, ist es noch nicht so lange her, aber da gehört ja auch schon ganz schön viel Mut dazu. Ja, das habe ich am Anfang gar nicht so gesehen, weil natürlich viele in meinem Umfeld sagten, boah, das ist ja ganz schön mutig, jetzt während Corona Tschüss zu sagen. Ja, es ist halt so, wenn ich moderiere, dann mit 150%. Und wenn du so viele Wochen und Jahre eine tägliche Sendung moderierst, die Tag für Tag dann neu begeistern will, dann drehen sich halt deine Gedanken, selbst wenn du es nur eine Woche im Monat machen würdest, 24 Stunden am Tag und 31 Tage im Monat um neue Gäste, Ideen, die du umsetzen willst und dann keinen Vertrag mehr zu machen, war einfach die Entscheidung, okay, ich will nach 20 Jahren nochmal mit Spaß und Lust neue Dinge auszuprobieren, ja. Neue Dinge ausprobieren, für die immer öfter die Zeit gefehlt hat, für die ein freier Kopf fehlte. Und ich finde, beides braucht es, um auch Dinge gut ins Ziel zu bringen. Und du kannst dir vorstellen, ich habe meine Entscheidung wirklich lange überlegt. Eine erfolgreiche Sendung, Traumjob, einfach aufgeben, eine toplaufende Sendung. Warum machst du das? Und vielleicht war es auch irgendwie eine konsequente Entwicklung, weil ich einfach gemerkt habe, und das jetzt auch schon 2,5 Jahre her, dass ich einen Monat in New York war. Da überhaupt 4 Wochen Urlaub zu nehmen, war für mich eine Riesenentscheidung. Da habe ich Ja. irgendwie gedacht, nee, das so lange kannst du doch nicht in Urlaub fahren. Ich meine, ich war jahrelang in meinem Leben kaum im Urlaub, manchmal dann irgendwie vielleicht im Jahr 7 Tage einmal am Stück. Und dieser Monat da, das hat sich so gelohnt. Ich habe da gemerkt, dass es eben viele Dinge gibt, die man gern machen würde und für die man einfach Zeit braucht und auch eine offene Tür ins Unberechenbare, ja, in so einen Raum rein, wo man guckt, man geht einfach hin und schaut, was passiert. Auf das Unplanbare einlassen, das kann totale Energie freisetzen. Also mal schauen, welche Türen sich öffnen, wenn man einfach selbst offen dafür ist. Und dann gibt es ja noch diesen Spruch, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und Das hast du das war gemacht. letztes Jahr bei Volle Kanne super schön, Ja, genau. das war auch ein Und sehr da haben sich schöner Abschied total, gewesen, ja. ja, ich wollte ja eigentlich nicht weinen, aber wie das immer Naja, so ist, ja ja, klar. dann weinst du doch, ja. Aber im Buch schreibst du ja, den Vertrag nicht zu erneuern, war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ist ja dann wirklich Total. toll, also dass du das so Ja. aus freiem Herzen sagen kannst. Ja, ich meine, in 20 Jahren habe ich gemerkt, wie sich die Welt verändert hat, auch in meinen Sendungen und Shows, ja, und meine Prioritäten und meine Lebensumstände haben sich eben auch verändert und auch der Tod meines Vaters war sicher ein wesentlicher Baustein, ja, weil für mich da eine Zeit der Reflexion begann. Ich habe dann noch mal ganz anders über so einen Ausstieg nachgedacht. Meine beste Freundin sagte, wolltest du nicht vor 15 Jahren schon mal aufhören, ja? Aber solche Gedanken kommen natürlich unweigerlich immer mal wieder, ja. Ja. Aber jetzt konnte ich wirklich dann loslassen und mich für andere Sachen öffnen. Und was danach passiert ist, ich konnte mit Ruhe das zweite Buch schreiben. Ja, der Freiraum gab mir Muße, mich auch noch mal ein bisschen intensiver um mein Live-Programm zu kümmern. Also einen eigenen Podcast zu machen, auch ein bisschen aktiver auf Instagram zu sein. Das braucht alles Energie und macht verdammt viel Spaß. Ja, also das ist einfach ein ganz schöner Move gewesen im Rückblick, ja. Und ich meine, du bist jetzt Vater, junger Vater von einem Sohn, du hast geheiratet. War Zukunftsangst, hat die mit eine Rolle gespielt, Also als du quasi, Zukunftsangst, was man ja, was wird, ich meine, allein auch Geld zu verdienen, weißt du, also werde ich Geld zu verdienen? Oder war das in dem Moment, als du den Vertrag nicht erneuert hast, warst du dir sicher, das wird alles irgendwie, Türen werden sich öffnen? Also ich bin mir nach wie vor sicher, dass sich im Leben immer die richtigen Türen irgendwie öffnen. Ein lieber Freund Andy Brinks, Gitarrist von Sodom und Metal-Musiker, der schrieb mir, nachdem er gehört hatte, ich höre auf, Ingo, es war die richtige Entscheidung. Und falls du mal Sorgen hast, sei dir sicher, das Universum macht keine Fehler. Das fand ich auch, das Ach, ist das so war mein sehr Mantra, schön. das Universum macht keine Fehler. Und ich meine ja auch mittlerweile, und ich bin ja schon ein paar Jahre im Job, ich meine, ich arbeite seit ich irgendwie 16, 17 bin, verdiene ich mein eigenes Geld. Das Geld nicht der Haupttreiber ist. Ich habe immer Sachen gemacht, gerade am Anfang meiner Laufbahn, ob es als Praktikant war, als Volontär, als Kleindarsteller, der sich irgendwie zu den ersten Schauspieljobs hochgearbeitet hat. Es ging nie ums Geld, sondern einfach um den Spaß bei der Sache. Ja. Und jetzt bin ich natürlich in der glücklichen Situation, dass ich jahrzehntelang erfolgreich arbeiten konnte und kann mir dieses Jahr des Ausprobierens auch im Hinblick auf das nehmen. Aber ich glaube immer, dass viele, die sagen, oh, das geht alles nicht, da verdient man doch kein Geld und wie soll ich
nur überleben. Ich glaube, wenn man mit Leidenschaft irgendwas macht, dann kommt das Monetäre von ganz alleine. Ist ja ein kleines Beispiel. Ich habe lange vor Corona meinen eigenen Podcast gestartet. Und 2 Jahre lang einfach nur just for fun nette Gäste begrüßt. Und irgendwann kommt dann einer und sagt, ah, wir würden gerne sponsern. Und du denkst dir, ach so. Ja genau, das geht ja auch. Ich kann ja auch Geld verdienen damit. Ja, man kann da auch zumindest irgendwie mal in Ansätzen auch nochmal ein bisschen was von den Kosten wieder reinholen. Und das geht. Also auch wenn man gerade damit nicht rechnet, funktioniert das. Und allein der Spaß jetzt am Anfang bei den neuen Geschichten, ob das jetzt der Podcast war oder die Live-Tour, die ist ja mitten in Corona gestartet, was jetzt auch kein glücklicher Start war. Aber es war natürlich toll, dass am Anfang total wenig Leute da waren, weil sich kaum einer vor die Tür getraut hat. Ja. Und ich mich da vor wenigen ausprobieren konnte. Ich kannte ja auch immer nur die großen Massen bei irgendwelchen Events, da tausende von Leute vor der Bühne zu haben. Das habe ich immer sehr genossen. Und ich sagte mir, je weniger da sind, umso schwieriger wird für mich als Moderator und das natürlich als Comedian und Geschichtenerzähler oder Musiker auf der Bühne genau das Gleiche. Je weniger da sind, umso mehr musst du dich nackig machen, in Anführungsstrichen. Und als ich dann gemerkt habe, dass das vor 7, 8 Leuten auch Spaß macht, dann war das für mich wie so ein Heureka-Moment. Ich dachte, ja, es kommt drauf an, selber Spaß zu haben und irgendwann kommen dann natürlich glücklicherweise auch mehr. Toi, toi, toi. Ja. Und dann macht es natürlich noch mehr Spaß. Aber da von unten irgendwas wieder zu starten und Schritt für Schritt aufzubauen, das ist ein ganz großes Geschenk, wenn man diese Reise erleben kann. Und ich glaube auch, dass es drauf ankommt, weil ich habe es oft erlebt, dass ich irgendwas unbedingt wollte und dann war es da. Und es war dann vielleicht gar nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Es war zwar auch schön, aber dieses Wow, jetzt bin ich hier, das verblasst dann auch relativ schnell wieder. Deswegen glaube ich, dass man den Weg dorthin auch genießen muss sogar, ja, weil der Lohn dann irgendwann kommt, wenn man das genießt, was man gerade macht. Es gibt ja immer so Sprüche, aber manchmal bewahrheiten die sich. Der Weg ist das Ziel. Also ne, das ist halt wirklich man vielleicht denkt man, oh, das ist ja ein bisschen platt, Silvia oder Ingo. Aber nein, aber manchmal haben diese Sätze, die haben so eine innere Wahrheit. Ja, auf jeden Fall kannst du dich besser auf das Jetzt konzentrieren, wenn du das, was du jetzt machst, auch genießt und nicht dauernd denkst, ja, wenn ich jetzt hier ein bisschen mache, dann irgendwann. Im Zweifelsfall dauert irgendwann manchmal ein bisschen länger und dann ist es ganz cool, wenn man das jetzt auch genießen kann. Jetzt klingt das alles so, ach, das ist super, aber das Buch, und ich will auch nochmal gerade sagen, weil du ja gesagt hast, das ist auch eine Entwicklung, traut euch, das finde ich immer so schön, weil mich freut es dann auch, weil sowas entfaltet jetzt auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, das hat eine Wirkung. Aber man muss natürlich auch, also in deinem Fall war das so, da muss man natürlich auch mal erstmal gucken, weil du hast ja gespürt, da läuft was schief, also man muss auch ehrlich zu sich selbst sein, und da kommen wir wieder zu dem Titel. Bei dir war irgendwie das immer wieder vom Frank Elst, der irgendwann mal gesagt hat, Ingo, du bist zu Freund. Ja, ich habe damals gar nicht gewusst, was er damit meinte. Er sagte nach dem Casting, ich hatte ja gedacht, es ist ganz gut gelaufen. Er sagte, ja, das Moderieren ist schon okay, aber dann mit einer großen Karriere, das würde nichts werden, weil, und dann kam seine Antwort, sie sind zu nett. Und dann dachte ich, was meint er nur damit? Und als ich mir fürs Buch mein Leben einfach nochmal angeguckt habe, war das genau dieser rote Faden, der sich durchgezogen hat. Ich kam aus einem Elternhaushalt, in dem alles schön war. Wir hatten keinen Streit. Der Verlag rief irgendwann an und sagte, da musst du doch zu Hause auch mal mit den... Also, nee, nicht, sage ich, nein, bei uns gab es keinen Streit. Meine Mutter sagte immer, Kinder, wir wollen keinen Streit. Wir wollten es harmonisch. Wir sind alle 1, 2 Jahre umgezogen. Ja. Wie wäre das gewesen, wenn es bei uns zu Hause auch noch irgendwie drunter und drüber gegangen wäre? Das fand ich so toll. Wie du deine Mutter, genau, wie du auch das beschrieben hast. Also deine Mutter war eine Meisterin im Streit vermeiden. Also sie hat es ja alles gut gemeint. Ne? Also irgendwie hat sie es ihm sie hat wahrscheinlich gespürt, oder könnte es wieder, und dann ist sie dazwischen gegrätscht. Genau, die ist immer dazwischen gegrätscht, sobald es zu eskalieren drohte. Und das war natürlich irgendwie blöd, weil ich im Nachhinein damals nicht gelernt habe, wie es ist, Konflikte auszutragen, und dass es auch sein kann, dass 2 Menschen einen Konflikt haben und halt dann mal dastehen mit 2 Meinungen, die man nicht lösen kann, dass es aber auch nicht schlimm ist. Ja. Und für mich waren viele, selbst kleine Konflikte, ganz große gordische Knoten, die ich mich nicht traute, irgendwie anzugehen. Und als ich mal im Zuge des Buches dann begonnen habe, so kleine Konflikte zu lösen, merkte ich plötzlich, dass das, was ich als großen, unbezwingbaren Konflikt sah,
gar nicht schlimm war und ganz normal. Und dann konnte ich mich mit so kleinen Schritten langsam vorarbeiten und kann heute sagen, dass ich Konflikten eben nicht mehr aus dem Weg gehe und dass das mein Leben viel entspannter gemacht hat und auch das Miteinander mit anderen, weil die wissen immer, woran sie sind. Ja, ja. Und ja, ja. Das ist ja auch schön, wenn man klare von seinem Gegenüber weiß, wo bei dem die Reise hingeht. Genau. Ja, ja. Und es ist ja auch so, dass zu merken, also man muss ja auch nicht unfreundlich Konflikte lösen. Ja, da, weil ich finde, nein, im Gegenteil. Ja, man kann ja völlig, also freundlich und bestimmt ist immer so, denke ich mir, was gut ist. Ja, also man kann ja einfach etwas sagen, was einem nicht gefällt oder man will es anders in einem vernünftigen Ton. Und ich glaube, das ist auch dein Weg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du unter die Gürtellinie agierst oder so. Na, ich finde, große Klarheit ist das Ding der Stunde. Ja, dass man einfach ganz klar sagt, wo für einen selber die Leitplanken im Leben sind und danach kann man dann auch sein Verhalten ganz gut ausrichten und diese Klarheit dann nach außen tragen. Und dann bleibt man halt wirklich entspannt, ja. Mhm. Wenn man nicht denkt, wie sage ich es jetzt und wie beschreibe ich das und ja. wie winde ich mich so irgendwie raus, ja, sondern einfach ganz klar sagt, so ist es und ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Und manchmal sind es ja auch so Momente, wo dann andere sagen, ja, ja, klar, das ist völlig in Ordnung für mich. Und man denkt, oh Gott, ja, super. Vor ein paar Jahren hätte ich es noch gar nicht mich sagen trauen und dann wäre ich wieder irgendwie innerlich so am Brodeln gewesen und hätte mich da irgendwie durchgezwungen. Die Momente habe ich jetzt nicht mehr und das gibt mir eine ganz große Entspanntheit. Aber wie hast du dann diese ganz, du bist ja sehr erfolgreich gewesen in deinem Beruf. Also wie hast du das dann geschafft? Weil man muss ja schon auch mit einer, also das ist ja ein sehr extrovertierter Beruf, man muss ja auch schon an sich glauben und bestimmt auftreten. Also weißt du, also mich hat das so ein bisschen gewundert, weil das hast du ja trotz allem geschafft. Leben erzählt sich ja irgendwie immer rückwärts. Und ich hatte halt das große Glück, immer auf Menschen zu treffen, die mich gefördert haben, die mir die richtige Tür aufgemacht haben oder die mich haben machen lassen. Und wenn ich mir mein Leben angucke, war es auch so, dass diese Konfliktvermeidung, die sich da durch mein Privatleben großgezogen hat, wenn es um eine Sendung ging, dann konnte ich auch kämpfen. Ich beschreibe das ja auch im Buch. Also wenn es nicht um mich ging, sondern um das Produkt, da konnte ich dann schon mal diskutieren, ja. Aber in der Tat ist es mir immer schwer gefallen. Ja. Mir hat es sehr gut getan, jetzt neulich eine alte Kollegin zu treffen, die Kostüm für viele Shows gemacht hat, die ich moderiert habe. Und wir haben uns durch Zufall hinter den Kulissen bei einer Fernsehshow getroffen. Und dann sagt sie zu mir, oh, wir haben uns ja ewig nicht gesehen und wir reden so ein bisschen miteinander. Und dann sagt sie, sag mal, du bist ja ein komplett anderer Mensch geworden. Und dann sage ich, wie meinst du denn das? Und dann sagt sie, ja, ich meine, bei uns ging es immer hektisch zu und so, aber du bist so... so relaxed. Oh nein. Und das ist natürlich schön, wenn man dann auch von anderen erfährt, dass man sich verändert hat, weil es ja bei mir auch eine Veränderung war, die nicht von heute auf morgen ging, sondern die sich schon ein bisschen durch mein Leben gezogen hat. Aber letzten Endes sind da wohl die richtigen Bausteine aufeinander gefallen und das merken auch andere Menschen. Und mir ist es auch im Arbeitsumfeld aufgefallen, auf der volle Kanne, dass dann plötzlich Kollegen irgendwann kamen und sagten, sag mal, oh, du bist ganz anders geworden und so. Und man denkt sich immer, hey, ich bin doch gar nicht anders. Und dann irgendwann, wenn man drüber nachdenkt, weiß ich, ja, okay, man macht ein paar Sachen anders. Ich habe irgendwie, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, angefangen zu meditieren. Ich habe dann ein bisschen mehr Sport gemacht und regelmäßiger, nicht mehr so Hauruck-Aktionen, wo man irgendwie in ein paar Wochen plötzlich durch die Gegend rennt und seine Übungen macht und dann wieder nicht mehr. Ich habe natürlich auch in Amerika, als ich mir diesen Monat freigenommen hatte und da plötzlich dann in New York auf der Comedy-Bühne stand, eine Menge Selbstbewusstsein getankt, weil ich gemerkt habe, dass ich auch mit Dingen, von denen ich eigentlich keine Ahnung hatte, wenn ich sie ausprobiere, plötzlich Sachen erreichen kann und einfach selber machen kann. Und auch das erste Buch war ja so ein Baustein in dem Prozess, weil das auch ein Wunsch war, der so lange in mir war und ich habe gemerkt, wenn man Dinge dann wirklich angeht und es macht, dann kann es funktionieren und es kann eine enorme Befriedigung geben. Ja? Also das erste Buch dann irgendwann in Händen zu halten und dran zu riechen und zu schnuppern und
sagen, okay, das ist meins. Ja. Das ist ein unfassbarer Moment gewesen. Und ich glaube, das ist in der Tat, das ist das Ding. Wenn du irgendwas machen willst, dann hock dich auf den Hosenboden und mach's. Und meine Mutter sagte schon immer, ohne Fleiß kein Preis. Und das ist so ein alter Spruch, aber der stimmt wirklich für alles. Und wer jetzt heute da sitzt und sagt, oh ja, diese Influencer auf Instagram, die machen ja nichts und so, dann guckt euch mal die Karrieren von den Jungs und Mädels an. Die sitzen von morgens bis abends und überlegen, was sie als nächstes posten und was sie machen und wie sie es machen und welche Bilder sie machen. Das ist ein Fulltime-Job. Also von nix kommt auch da nichts. Das ist genau, das ist ja auch in deinem Buch Erfolgsmenschen, da habe ich auch mich wiedergefunden hier in den Gästen. Ich habe genau das gleiche Gefühl, dass Menschen, die wirklich sagen, prominent sind oder etwas geschaffen haben, die sind fleißig. Also ohne Fleiß funktioniert es nicht. Also Talent kannst du haben, aber Talent alleine reicht nicht. Also ich finde, ich spüre immer wieder, was da für eine Leidenschaft, aber eben auch viel Zeit und Fleiß bei den Menschen dahinter steckt. Ich glaube, das war auch, du hast dich hier auch mit der Frage beschäftigt, was treibt Erfolgsmenschen an? Was ist das? Warum erreichen die das? Ja, und immer wieder ist es das Gleiche im Prinzip. Das ist die Leidenschaft für irgendwas und das Machen. Die machen einfach alle. Die machen einfach alle machen rund macht glücklich. Um die Uhr. Und yeah. Ja, genau, machen macht glücklich. Und der, so heißt nicht umsonst ein Kapitel, ne? In dem ja, neuen ja, Buch. Ich weiß. Bin zu nett. Weil der Atze Schröder ist auch einer, der zu mir gesagt hat, du, weil ich auch gesagt habe, warum bist du so erfolgreich? Du, im Grunde war ich einfach sehr, sehr fleißig. Und er ist es immer noch, ja. Und was bei mir auch so ein Moment war, wo es Klick gemacht hat, jetzt in den letzten Monaten, ist, wenn du selber was machst, ich hatte ja immer Sendungen, in denen Menschen zu Gast waren. Ich war immer derjenige, der anderen den roten Teppich ausgerollt hat. Ich war in Bands immer derjenige, der Gitarre gespielt hat, ein anderer hat gesungen. dass es viel Mut brauchte für mich, um überhaupt dann nochmal als Ingo nach vorne ja, zu gehen. Ja, und das dann ist auch sehr so viel Mut. Wirklich genau. sich zu zeigen und dann zu merken, dass das gehen kann und dass das funktionieren kann und sich auch so ein bisschen frei zu machen von der Kritik, die dann natürlich auch kommt und mal irgendwie ein Gegenwind, ja. Das hat schon ein bisschen gebraucht am Anfang, aber das ist ein super großes Glücksgefühl, dass ich heute einfach Sachen machen kann, ohne dass ich jetzt unbedingt andere brauche. Ich kann irgendwie einen Song schreiben und in meinem Bühnenprogramm spielen und brauche dafür nur mich und eine Gitarre. Und ob es den Leuten dann gefällt, ist dann wieder was anderes, ja. Und ich kann meine Geschichten erzählen und meine Geschichte aufschreiben und ein Buch machen. Und jetzt kam jemand auf Instagram, der schickte mir eine Nachricht und sagte, fängst du jetzt auch mit dieser Coaching-Scheiße an? Entschuldigung. Ich zitiere nur, ja. Ja, ja, ist okay. Sag ich, nein, ich erzähle einfach nur meine Geschichte. Und wenn sich da jemand was mitnehmen kann, dann ist es okay. Und wenn nicht, dann hat er einfach nur ein unterhaltsames, spannendes Buch gelesen. Ja, nee, aber da kann ich euch alle Entwarnung geben, weil man spürt, da, das ist ehrlich. Da werden für viele Menschen wird das ein Auslöser für etwas sein, da bin ich ganz sicher. Das würde mich natürlich total freuen, ja, weil ich ja, früher war ich immer einer, der Live-Shows und Live-Sendungen gemacht hat, schon beim Radio angefangen, du bereitest dich auf irgendwas vor, entweder morgens um 3 und machst dann die Morning-Show und dann gehst du irgendwie an die Uni, aber beim Fernsehen war es ja nicht anders, du bereitest einen Tag vor, am nächsten Tag ist die Live-Sendung, gehst nach Hause, also du hast immer relativ schnell den Benefit. Jetzt bei einem Buch schreibst du erstmal ein Exposé, dann findest du einen Verlag, dann machst du dir Gedanken über das Konzept, dann schreibst du es irgendwann, dann schreibst du es wieder neu, weil du es wieder neu machen willst, weil es dir irgendwie nicht gefällt oder du es noch besser machen willst. Und irgendwann 1,5 Jahre später steht das Buch dann im Laden. Das bin ich von früher nicht gewohnt gewesen. Ich habe sogar meine Diplomarbeit in 3 Wochen geschrieben. Ja? Darf man heute gar keinem mehr erzählen. Aber dieses lange Arbeiten an irgendetwas, das habe ich erst lernen müssen, ja. Auch, dass ich so eine Geschichte wie ein Podcast erst nach 2 Jahren plötzlich, also dass der dann nochmal so eine neue Stufe nimmt und dass Dinge, an denen du lang arbeitest, eine umso größere Befriedigung geben, wenn es dann endlich da ist und du die Menschen erreichst. Das habe ich erst gelernt.
Also das war früher, war ich immer einer, der schnell, also das war beim Essen übrigens das Gleiche, einfach schnell reinstopfen und glücklich. Dieses Genießen und auch den Weg dorthin genießen, das kam bei mir erst. Und ich glaube ja immer, dass die Mühe sich irgendwie auszahlt auch. Also wenn man sich wirklich intensiv mit etwas beschäftigt, du sagst ja auch, wenn man leidenschaftlich etwas will, dann wird das was. Ja, die Geschichte bei dem Buch war ja so, am Anfang war ich da noch so, weißt du, dann gibt es ja Worte, es war so oder meistens oder ganz oft. Und um das alles so ein bisschen zu umschiffen, ne? Und dann ich irgendwann, nee, du brauchst da auch genau diese Klarheit. Nein, es war so und das war so und da habe ich das gedacht. Und und das fühlte sich am Anfang so ein bisschen komisch an, da müsste ich auch erst damit warm werden. Aber da dachte ich, nee, genau das ist es ja, ja. Diese Klarheit hat jeder Leser und hat jede Leserin verdient und dann macht die Geschichte auch Sinn. Und ohne diese Klarheit wäre es nicht das Buch. Würde es einen nicht so berühren. Ja, dann wird es wieder so verwässert. Wischiwaschi. Ja. Dann schwimmt es wieder so ein bisschen. So ist es irgendwie klar. Ja, es ist klar. Und ich habe mir aber natürlich trotzdem gesagt, ich bin selber Mutter von zwei Töchtern. Ich habe natürlich auch ein bisschen an deine Mama gedacht, weil du bist ja mit viel Liebe groß geworden. Und die hat das ja alles in guten mit guter Motivation gemacht. Ne? Die wollte keinen Streit, weil ihr total, seid alle zwei Jahre groß. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, hast du es denn deiner Mama als erstes zu lesen gegeben und um ihr okay gebeten oder hast du es einfach so veröffentlicht? Naja, selbstverständlich hat meine Mama das als erstes gegengelesen. Gerade die Teile, in denen sie die Hauptrolle spielt. Ich war mir natürlich bewusst, dass sie als sehr harmoniesüchtiger Mensch, genau wie ich das immer war, natürlich nie jetzt in den großen Konflikt gehen würde. Deswegen habe ich sie durchaus ermutigt, da ihre echte Meinung zu sagen. Und sie sagt, das ist in Ordnung so, das passt so. Ich glaube, ihr ist in dem Sinn auch viel klar geworden, weil sie natürlich auch, meine Großmutter und mein Großvater waren ja auch zwei Menschen, die es zu Hause harmonisch haben wollten. Ich beschreibe das ja auch im Buch, bei meinen Großeltern war zu Hause immer Halligalli und da war immer alles gut, weil die natürlich auch den Krieg noch erlebt hatten. Mhm. Die wollten einfach ein schönes Leben und ein entspanntes Leben haben und sind dann natürlich auch nicht in die Konflikte reingegangen. Und das hat sich auf meine Mutter übertragen und dann eben leider Gottes auf mich. Bin ja froh, dass ich irgendwann noch die Reißleine ziehen konnte und heute ein harmonisches Leben mit einer großen Klarheit führen kann, mit der auch andere viel, viel besser umgehen können. Und dann ist es ja diese wirkliche Harmonie im Miteinander. Es hat ja auch eine gewisse Komik und es spricht wirklich für deine Mutter, dass sie das alles so annimmt. Mich hat so ein bisschen an ein Refrain eines Musikstückes erinnert. Da kommt ja immer wieder dieser Satz, du hast ihn ja heute auch schon einmal gesagt, oh, Kinder, wir wollen uns doch nicht streiten, oder? Weißt du, so das, genau. Es hat auch eine gewisse Komik und man kann es sich so gut vorstellen. Vielleicht kann ich es mir auch nur gut vorstellen, weil ich das kenne von meiner Mutter, aber ich glaube, das kennen viele. Ja? Oh, wir wollen uns doch nicht streiten. Und sie sagte dann auch nochmal, nachdem sie es gelesen hat, aber ohne Streit ist doch wirklich schöner. Ja, freilich ist ohne Streit schöner. Aber wenn man sagt, was man will, ist doch noch besser. Ja, hast auch wieder recht. Ja, recht, da kommt das Fränkische raus, ne? Freilich. Bist du eigentlich immer noch FC Nürnberg-Fan? Ich dachte, wir könnten das Thema irgendwie... es ist ein so leidiges Thema. Stimmt. Also ich bin so oft umgezogen und war als Kind dann oft im Clubstadion und dann erlebst du diese Achterbahnfahrten des Lebens und... boah, Mann, ey, was ist der Club durch Höhen und durch Tiefen gegangen? Als ich noch in der Schule war, war der Club Rekordmeister. Da konntest du immer stolz auch allen gegenüber vertreten, der Rekordmeister ist der Club und du bist Fan, egal wo du gewohnt hast. Und dann irgendwann haben die Bayern den Club ja überholt. Und jetzt würde ich sagen, was ich seit Jahren sage, wir sind auf dem Weg nach ganz oben wieder. Ja. Wir sind auf dem Weg nach ganz genau, oben. Genau, und ich muss dir sagen, als Offenbacherin, ja, also jammerst du auf hohem Niveau, weil der als OFC-Fan hast du es viel, viel schlimmer, weil dann, ich sage dann immer, ja, wir waren mal Pokalsieger und wir haben sogar mal gegen die Bayern 6-0 gewonnen, aber das ist wirklich sehr viele Jahrzehnte her. Es ist nicht immer einfach. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Genau. Ja, da müssen wir durch. Ja, aber was halt wirklich auch toll ist, ist, dass es halt auch so für die Erziehung, und ich meine, du bist ja jetzt selber in der Rolle Vater, ich glaube 2 Jahre ist dein Sohn jetzt alt, und da macht man sich ja auch viele Gedanken. Man will ja auch vieles gut machen, ne? Also du hast ja jetzt auch viel reflektiert. Das Liebe allein, also einem Kind alles recht zu machen, und wie deine Mutter gesagt hat, kein Streit, oh, wir wollen
wollen doch keinen Streit. Das ist auch nicht die richtige Lösung, weil man geht ja irgendwann mal von zu Hause weg. Man geht in die Schule, man geht zur Arbeit, man muss sich mit anderen Menschen verständigen. Und da gehört halt einfach manchmal auch Streit oder einfach Konflikte, die gehören einfach zum Leben. Und du musst als Kind lernen, das auszuhalten. Ja, ich glaube einfach, dass man als Elternteil immer am Anfang, also ich bin ja jetzt noch relativ frisch, immer das Gefühl hat, man macht's falsch. Also du kannst nicht alles richtig machen. Ich glaube, das ist auch irgendwie eine wichtige Erkenntnis. Und ich fummel mich da immer noch in die Rolle des Vaters rein und genieße das aber sehr. Also ich bin ein sehr, sehr glücklicher Familienvater. Ja, und es ist auch wirklich so schön. Es ist ja auch, das beschreibst du ja auch im Buch, das war immer dein Traum. Also du hast so viel gearbeitet, aber in deinem Herzen war immer, du wolltest Familie. Also du wolltest eine feste Beziehung, Kinder. Und es hat aber lange nicht geklappt. Ne? Ja, ich bin sehr glücklich, dass das noch geklappt hat, weil ich ja aus einer Familie komme, in der Familie über allem stand, weil wir als Familie immer von einem Ort zum nächsten verpflanzt wurden, weil Familie auch bei meinen Großeltern immer die Hauptrolle spielte. Die hatten sich dann irgendwann in den 70er Jahren ein kleines Häuschen vor der Stadt besorgt und in diesem Garten war jedes Wochenende was los. Ich habe als Kind da ganze Ferien verbracht und wollte nie irgendwo anders hin, weil dieser Familienzusammenhalt, und es ist eine recht große Familie, immer uns alle sehr, sehr glücklich gemacht hat. Und diese Familienfeste waren das Größte. Umso schlimmer war es dann, dass ich dann in den letzten Jahren aufgrund der Arbeit dann oft eben nicht da war, ja, weil eigentlich unsere Familienfeste immer klasse sind. Ja. Und was so nebenbei bemerkt, was ja das Schöne ist, durch Volle Kanne konnte ich ja wirklich viele Menschen kennenlernen, die ich auch fest in mein Herz und in mein Leben geschlossen habe. Und auf dem 140. meiner Eltern wurden beide 70, hat dann Armin Rossmeier mitgegrillt und Armin ist ja mittlerweile auch schon, also ist der Koch, der bei Volle Kanne auch immer die guten Tipps gibt, und der ist ja mittlerweile erweitertes Familienmitglied fast bei uns, und das natürlich, da kommt zusammen, was zusammen gehört, ja. Also in dem Sinn war es für mich immer schade, keine eigene Familie zu haben, und aber auch da war einfach mal ein Cut zu machen und zu sagen, okay, wo stehe ich in meinem Leben und wo will ich hin, und überhaupt mal innerlich auch Räume für so einen Familientraum wieder aufzumachen, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es dann irgendwann auch wieder passiert ist. Ich fand es auch, also ich habe mir zum Beispiel diesen einen Tipp habe ich mir von dir genommen, also Träume oder Ziele, jeder kann das ja für sich definieren, was man gerne machen will. Da hast du einfach so kleine Posts, die hast du dir einfach so an den Schreibtisch oder irgendwo hingepinnt, dass man sie sieht. Und ich fand das so toll, weil dann sind sie aus dem Kopf und man kann ja nicht alles gleichzeitig angehen. Aber ich habe es noch nicht gemacht, aber ich werde das machen, weil ich habe auch so 3-4 Dinge bei dir. Ich muss sagen, du hast einige ja wirklich auch umgesetzt, ob das der Podcast, Gesangsunterricht, ne? Also du hast viele Dinge umgesetzt, und ich glaube, das hilft wirklich, dass man sie visualisiert. Einfach jeden Tag hingucken, ach ja, ich wollte ja eigentlich mal in einen Tanzkurs gehen. Ich glaube, dass dieses Verschriftlichen einfach mir sehr geholfen hat, meine wirren Gedanken aus dem Kopf erstmal zu Papier zu bringen. Ich habe hier in meinem Büro diverse Wände stehen, auf denen Post-its geklebt sind. Ja. Eine Wand, die so mein Ideenparkplatz, da ist irgendwie eine Idee für ein neues Buch habe oder eine Idee für einen Instagram-Post oder für einen Podcast. Da klebe ich einfach alles, erst schreibe ich es auf die kleine Karte drauf und dann klebe ich es auf diesen Ideenparkplatz. Und wann immer ich ein bisschen Zeit habe, packe ich mir wieder so ein Post-it und gucke, ob man da nicht weiterarbeiten kann. Und dann gibt es die kleine Wand mit den Ideen, die man gerade intensiver weiterverfolgt, die ja dann auch im Buch abgedruckt ist sozusagen, wo dann die Ideen drauf sind, die man wirklich gerade angeht. Und da sich immer wieder vorzustellen, was als nächstes ansteht und was man da noch machen will, das hat mir total geholfen, indem ich von diesem großen Prokrastinierer, der ich war, wo ich immer gesagt habe, ja, machen wir morgen und das ist auch ganz nett, aber können wir vielleicht übermorgen machen. Mhm. Und so zu dem gekommen bin, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich es und genieße das, dass ich es jetzt mache. Und deswegen finde ich auch nach wie vor diesen kleinen Spruch, machen macht glücklich, so super, weil es kann so eine befriedigende Geschichte sein, irgendeine Geschichte, die man ewig schon machen wollte, endlich anzugehen und umzusetzen und dann noch zu sehen, dass es auch bei
anderen Dinge auslöst, ist total klasse. Und dass es jemand schafft wie du, der immer gerne Dinge weggeschoben hat, ja, also der kann man ja wirklich sagen, ist ja nicht böse, der größte Verschieber oder Wegschieber, und das wird viele Menschen jetzt, die uns zuhören, freuen. Es geht. Ja, das ist kein Hexenwerk. Also das kann, glaube ich, jeder mit allem Möglichen machen, was einem so in den Kopf kommt, ja. Dass alles, was im Kopf kommt, irgendwann auch seinen Platz auf irgendeinem Zettel findet und dann auch in der Realität umgesetzt wird. Dieses Verschriftlichen fand ich auch gut mit diesen Leitplanken. Also mir ist es gerade so aufgefallen, also wenn einem zum Beispiel Familie wichtig ist. Also wenn ich dann jetzt aber einen Beruf habe, der mich 24 Stunden am Tag beschäftigt, dann werde ich kurz oder lang ein Problem kriegen, wenn ich aber auch gleichzeitig ein guter Vater oder eine gute Mutter sein will. Ja, man muss halt einfach dann Prioritäten setzen oder sagen, ich habe Zeitfenster für das im Leben und ich habe ein Zeitfenster für das im Leben, und dann passt es. Also ich habe diesen Moment, in dem ich mal intensiv, und das war ja auch keine Geschichte, die in ein, zwei Tagen passiert ist, sondern es hat wirklich ein paar Wochen gedauert, mir meine eigene Werteliste zu machen und da einen Rahmen zu schaffen, an dem ich mich orientieren kann. Weil ich war ja auch keiner, der Entscheidungen so schnell getroffen hat, sondern das Entscheidungen waren immer so entweder Bauchentscheidungen, die ich dann immer wieder hinterfragt habe und dann vielleicht nochmal verändert habe und dann gesagt habe, ach, machst du es lieber doch so, oder wie kommt das vielleicht bei anderen an, wenn du dich so entscheidest? Jetzt habe ich für mich meine Leitplanken, indem ich meine kleine Werteliste habe, und daran orientiere ich mich, und dann sage ich, okay, was willst du im Leben? Ich finde 5 so Werte, an denen man sich orientieren kann, irgendwie ganz, ganz praktisch, um damit auch zu arbeiten und dann zu sagen, okay, passt es in meine Werteliste rein? Ist das irgendwie ein Job, den ich machen will? Also ich habe für mich dann die 5 Werte Liebe, Kreativität, Begeisterung, Erfolg und Genuss rausgesucht. Und wenn ich jetzt irgendeine Entscheidung habe und sage, okay, will ich jetzt die Moderation machen oder nicht, dann sage ich, okay, kann ich da mich für begeistern? Genieße ich das? Kann ich da meine Kreativität einbringen? Sehr gut. Liebe ich das, was ich mache, und verspricht es auch, vielleicht erfolgreich zu sein? Und dann kann ich gucken, ob das da reinpasst oder eben nicht. Und dann sage ich, nee, tut mir leid, das ist es dann doch nicht. Am härtesten war für mich zu sagen, okay, ich finde auch Erfolg wichtig, weil das ja doch in erster Linie was ist, was von außen kommt, ja. Und den Erfolg dann aber für sich so umzudefinieren, zu sagen, okay, was ist Erfolg für mich, dass es da reinpasst, das war die längste Wegstrecke bei meiner kleinen Werteliste. Wie definierst du in deiner Werteliste Erfolg für dich? Erfolg ist für mich in erster Linie, was es mit mir macht, ja. Also inwiefern es irgendwie mich in Anführungsstrichen befriedigt, ja. Wie ist das für mich in dem Moment? Also wenn ich zum Beispiel jetzt das Buch fertig habe und schick's an den Verlag und sage, das ist es, was macht es mit mir? Löst es ein Erfolgsgefühl in mir aus? Und auf der anderen Seite ist ein Erfolg natürlich, gerade wenn man was für andere Menschen macht, auch in gewissem Sinne von der Reaktion abhängig. Und da wünsche ich mir natürlich auch eine möglichst positive. Aber diesen Erfolg nur von anderen abhängig zu machen, das ist, glaube ich, irgendwie schwierig, ja. Weil es gibt natürlich immer Leute, die irgendwas kritisieren. Also, aber selbst wenn es, sagen wir mal, kein Erfolg werden würde, kannst du für dich sagen, es ist gut. Wenn es um Erfolg geht, gibt es ein schönes Bild. Und zwar immer die Frage, ja, wird es erfolgreich? Und schön ist, wenn man sich immer sagt, ja, es wird erfolgreich. Und dann ist aber die zweite wichtige Antwort, nicht jetzt. Ja, also ja. Vielleicht dauert es noch ein bisschen. Und das Dritte und das Allerschönste ist, vielleicht wird es nicht so erfolgreich, wie du denkst. Vielleicht gibt es noch einen viel schöneren Erfolg, der damit zusammenhängt, an den du im Moment noch keinen einzigen Gedanken verschwendest, weil das Schicksal mit dir noch was viel Besseres vorhat. Ja, also das merke ich mir. Ja. Ich finde, man könnte sich auch vom Leben so ein bisschen überraschen lassen. Was ich ganz hilfreich fand, gerade wenn es um Träume geht, die so sind, dass man sie selber überhaupt nicht für möglich halten würde. Also wenn mir jemand mit 15 gesagt hatte, dass das Scorpions-Album Worldwide Live, was eines meiner ersten Plattenkäufe war, die ich je getätigt habe,
Wenn mir jemand mit 15 gesagt hätte, als ich mein erstes Album, das Doppelalbum Worldwide Live von den Scorpions gekauft hätte, dass ich irgendwann mal mit Klaus Meine zusammen irgendwelche Fernsehshows mache oder gemeinsam auf der Bühne stehe oder wir uns irgendwie WhatsApp-Nachrichten schreiben, die auch gesagt, ja, du spinnst doch, ja. Aber auch das ist irgendwie wahr geworden. Und ich glaube, es hilft dann immer in solchen Momenten, wenn man sich selber jetzt irgendwie denkt, ach, was habe ich noch alles auf meiner großen Lebenswunschliste, mal nach hinten zu gucken und zu gucken, welche Wünsche sind schon wahr geworden und wie habe ich die irgendwie wahrgemacht und welche Berge habe ich in meinem Leben schon erklommen. Und dann vielleicht nach vorne zu gucken und sagen, okay, mit dem Wissen meiner alpinen Lebenstouren im Gepäck, die ich in den letzten Jahren bewältigt habe, da müsste ich den, der vor mir liegt, jetzt eigentlich auch noch irgendwie schaffen. Ja, genau. Ja, weil ich hatte kurz im Vorgespräch auch erwähnt, da habe ich gerade deinen Podcast gehört mit Stefanie Stahl, die das Buch geschrieben hat, Das innere Kind muss Heimat finden. Und die sagt ja auch, unser Gehirn ist nämlich, also wenn man sich so ein bisschen mit Neurowissenschaften beschäftigt, wir dürfen nicht alles glauben, was unser Gehirn denkt. Also unser Gehirn ist darauf trainiert, das kommt durch die Evolution, mehr auf negative Dinge den Fokus zu richten. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Also immer wieder überprüfen, wenn wir etwas zu negativ vielleicht sehen, dann mal quasi raustreten und sagen, wie ist denn die Situation jetzt wirklich? Ja, ich habe gerade ein interessantes Experiment gemacht, mal wieder ein paar Wochen keine Nachrichten geguckt, weil ich gelesen hatte, dass mittlerweile auch Psychologen sagen, wenn du Nachrichten guckst, bekommst du oft so ein so eine innere Ohnmacht, weil du denkst, oh Gott, das sind so viele schreckliche Dinge und ich kann sie jetzt nicht verändern und meinen Teil dazu beitragen, dass du auch denkst, dass du dein eigenes Leben irgendwie nicht mehr im Griff hast, ja. Und ich muss ehrlich sagen, mal diese Nachrichtenspirale auszudrehen, hatte bei mir jetzt sehr, sehr positive Folgen. Ach, also komm. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen die positive Grundeinstellung in den letzten Wochen gestärkt hat. Nur mal so als Experiment. Ja, man kann, ja, weil es ist ja wirklich, also ich meine, gerade wenn man jetzt so Afghanistan betrachtet, ob das jetzt auch Kinder und es ist so schwer, das auszuhalten, diese Bilder, ja. Also gerade jetzt auch mit meiner Tochter gesprochen, die das Bild nicht aus dem Kopf kriegt und sie sagt mir, wie diese Menschen sich an das Flugzeug hängen und sie sagt, ich hätte das so gerne nicht gesehen. Aber man kann sich ja heute kaum dieser Bilder erwehren. Ja, zum Glück gibt es ja mittlerweile auch Nachrichtensendungen speziell für Kinder, die sich der Kinder annehmen und denen dann auch mal ein bisschen erklären und einordnen und die an die Hand nehmen. Weil ich glaube, zum Glück hat deine Tochter ja auch dich, ja, Kindern alleine die Nachrichten zu zeigen, da vielleicht keine gute Idee. Aber das bestätigt es. Also die ist ja auch schon ein bisschen älter, die ist ja nicht mehr ganz klein, aber trotzdem macht diese Bilder, das ist, fand ich gut, dass du das gesagt hast, das macht was mit uns. Und wenn du natürlich, du hast ja auch 20 Jahre, da musstest du ständig mit Nachrichten leben, ja, so, weil ich mache auch eine tagesaktuelle Sendung. Natürlich muss man da irgendwie die Nachrichten verfolgen, aber man kann ja auch mal was hören oder man kann ja auch mal gucken, dass man anders das konsumiert vielleicht. Ich hatte am Anfang immer Angst, dass man gar nichts mehr mitkriegt, ne? Aber die wirklich wichtigen Nachrichten, die finden ja auch ihren Weg über unser Umfeld zu uns. Also groß verpassen tut man da gar nichts. Und was ich so spannend fand, dass es mir am Anfang so schwer gefallen ist, mich da mal rauszuziehen, weil ich natürlich auch als jemand, der jeden Tag eine Live-Sendung gemacht hat, von diesem Aktuellen gelebt hat und auch ein richtiger Nachrichten-Junkie war. Also wenn irgendwelche wichtigen Ereignisse waren, dann ist bei mir hier auch von Twitter bis CNN alles heiß gelaufen. Ja? Und ich fand das auch wichtig, um von möglichst vielen Quellen ein möglichst umfassendes Bild über bestimmte Ereignisse zu bekommen. Aber sich da jetzt mal rauszunehmen, hat mir recht gut getan. Und bist du jetzt schon immer noch draußen oder bist du schon wieder drin in der Nachrichtenwelt? Ich bin schon wieder drin, aber nicht ganz so, wie es vorher war, ehrlich gesagt. Das bringt also dann schon was. Ich versuche das jetzt in einer vernünftigen Dosis zu machen. Muss ehrlich sagen, ich genieße das dann auch eher über bestimmte Dokumentation oder über mal einen längeren Artikel intensiver in ein Thema einzusteigen, als in 30 Sekunden Happen da Weltprobleme in Anführungsstrichen erklärt zu bekommen, weil ich mittlerweile auch glaube, dass viel zu viele Dinge so komplex sind, dass es eigentlich fast nicht mehr funktioniert, innerhalb von einem Klick da irgendwie eine vernünftige Meinung dazu zu bekommen. Sind wir wieder bei der Tiefe wie dein Buch, dass es sich lohnt, sich intensiv einfach mit etwas zu beschäftigen. Da kommt am Ende auch was dabei raus. Ja, und es kann eben eine große Befriedigung sein, sich in Dingen einfach auszuprobieren und sich bewusst auf dieses Unplanbare
einlassen. Also ich war in New York und wollte gar nichts machen, einfach nur so ein bisschen so den American Lifestyle in der Hauptstadt des Entertainment genießen. Und dann dachte ich mir, ach ja, wenn da so viele Leute sind, die es gut können, dann gehst du doch da mal in die Lehre und lernst ein bisschen Drehbuch schreiben und ein bisschen Acting und ein bisschen Comedy Writing. Also da ganz schön viel gemacht hast du dann. Ja, das hat sich aber erst nach 2 Wochen so ergeben und dann bin ich da von einer Fortbildung in die nächste gehoppt und sagte irgendeiner, ja, dann geh doch mal mit diesem Comedy-Zeug dann auch auf die Bühne, wir haben hier eine kleine Show, da kannst du es auch spielen. Und dann plötzlich war das Publikum ganz angetan und einer sagte, ja, ich habe morgen eine andere Show, da kannst du auch spielen. Und dann dachte ich, oh ja, und habe dann einfach mal gemacht, ja, und plötzlich stand ich jeden Abend auf einer anderen Bühne und war da mega glücklich. Also ich bin in Brooklyn, war dann mein New York zu Hause, bin da jeden Abend von Manhattan mit der Bahn zurück nach Brooklyn geschwebt. Ja, 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 also das war ein sehr, sehr schönes Ausprobieren. Also es war eine richtig wichtige Reise, ne? Und also das hat viel, also wenn, also ich habe ja das Buch gelesen und aber das hat viel gemacht mit dir. Das hat viel gemacht mit mir, vor allen Dingen, weil es gezeigt hat, dass wenn man den Mut hat, mal eine Entscheidung zu fällen, die man vorher nie gedacht hätte, dass man sie fällen könnte, also 4 Wochen einfach keinen Job zu machen, ja, und keine Fernsehshow zu moderieren und nix, sondern einfach mal 4 Wochen in Anführungsstrichen Urlaub zu haben und im Leben mal was komplett Neues zu versuchen, einfach Urlaub zu machen, ohne die Touri-Ziele abzuklappen, sondern einfach nur sich da reinfallen lassen in so ein Lebensgefühl, ja. Das hat so viel aufgemacht, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf der Reise zu mir selber war. Das Buch, ich meine, ich habe es ja eh schon mal erwähnt, also ich habe ja schon mit deiner Frau quasi angefangen mit der Liebe und wir wissen ja jetzt auch, dass dieses Ziel oder dieser Wunsch, dieser Herzenswunsch, Familie zu haben, ist dir gelungen. Also du bist Vater und ihr seid eine kleine Familie. Meinst du, dass du erst bereit für diese Liebe sein musstest? Also Liebe ist ja ein Faszinosum, ne? Also viele suchen, ich meine, sind Single und wünschen sich einfach einen Partner, eine Partnerin. Kannst du sagen, warum das geklappt hat? Also wenn ich das wüsste, dann könnte ich ja ganze Buchserien drüber schreiben. Ja, ich bin nur froh, dass es irgendwie bei mir dann schlussendlich geklappt hat. Ja, ich glaube wirklich, dass es daran liegt, dass man selber einfach eine gewisse Ruhe und Zufriedenheit mit sich selber hat und mit sich selber im Reinen ist. Und dann können auch alle anderen Dinge im Leben irgendwie funktionieren. Dass es so gut bei mir funktionieren würde, hätte ich ja am allerwenigsten gedacht. Es ist ja auch im Leben ein bisschen Glück, oder? Immer dabei. Ja, Glück, Zufall, Umstände sind natürlich ein wichtiger Faktor, denke ich. Aber wenn ich nicht auch ein bisschen an mir gearbeitet hätte, wären viele Dinge in meinem Leben so auch nicht passiert. Also ich glaube, wer fleißig ist und selber mit Leidenschaft bestimmte Dinge vorantreibt, der wird dann auch in allen möglichen Facetten seines Lebens belohnt. Ach, wie schön. Ja, das ist da. Und das sagt ein Mann mit wirklich, also ich meine, mit kann man ja schon sagen, also du bist noch jung in der Mitte deines Lebens, aber man kann schon sagen mit Lebenserfahrung. Ja, wir sind ja alle Mitte 30 immer. Von daher hätte ich mir manchmal im Rückblick auch die Lebenserfahrung von heute schon mit Anfang 20 gewünscht. Und auf der anderen Seite waren alle Abschnitte meines Lebens sicherlich wichtig, dass ich heute hier stehe, wo ich bin. Ich glaube, ich habe das auch ganz oft gedacht und ich höre das auch immer ganz oft von Gästen, die dann so das Alter ist ja so, also mit dem Alter, ja, man hat auch irgendwann mal so eine, ja, man eine gewisse Ruhe, Weisheit, wie man es auch nennt und dann sagt man so, hätte ich das doch schon mit, wie du auch, ne, mit 20 oder auch mit Mitte 20, aber ich glaube, so ist das Leben nicht, ja, also vielleicht braucht man auch einfach dieses Ausprobieren. Ja, der Weg ist das Ziel, haben wir schon mal gesagt. Und ohne diesen Weg wäre ich heute nicht da. Und ich dachte ja komischerweise schon mit 16, 17, als ich mich als Schauspieler für Neues aus Uhlenbusch oder für irgendwelche anderen Dinge bewerben wollte, dachte ich immer, ah, du bist viel zu alt, da sind schon andere, die sind schon da. Und dann dachte ich mit 20, ich wäre zu alt, um zum Fernsehen zu gehen. Und dann dachte ich, ich wäre viel zu alt, um meinen Traum vom Radio bei Bayern 3 wahrmachen zu können mit Mitte 20.
Aber wenn man dranbleibt, ich glaube, ich habe mich bei Bayern 3 irgendwie 5 oder 6 Monate alle 4 Wochen beworben. Das fand ich wirklich beeindruckend. Bis ich endlich das erste Praktikum bekommen habe, ja. Und habe dann gleich meinen Job, den ich bei der Morningshow hatte, bei einem anderen Sender gekündigt, um dann eine Woche da Vollgas zu geben. Also von daher, wenn man selber dranbleibt, dann kann vieles passieren. Sehr, sehr inspirierend, dein Buch. Du wirst bestimmt, obwohl du ja selber jetzt schon ein gutes Gefühl hast, als du das Buch beendet hast, aber ich glaube, da wird viel kommen. Viel Resonanz. Das wird dich bestimmt nochmal glücklich machen, könnte ich mir vorstellen. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, alles, alles Liebe, Ingo. Und weiter so. Sind denn noch viele Zettelchen bei dir jetzt da auf dem? Also es gibt Gott, ja diesen Ideenparkplatz. Mein Ideenparkplatz ist so zugeparkt. Oh mein Gott. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Sehr schön. Also dann brauchen wir uns um dich keine Sorgen zu machen. Nein, nein, der Ideenparkplatz ist gut gefüllt. Da warten die ein oder anderen Schlitten schon drauf, endlich mal vom Parkplatz zu kommen. Alles Gute beim Schlittenfahren und wir hören uns wieder. Ich danke dir ganz herzlich. Einen schönen Sonntag noch. Schön, dass Sie diesen Podcast gehört haben. Vielleicht haben Sie Lust, Silvia am Sonntag zu abonnieren oder anderen zu empfehlen. Das wäre schön. Wir hören uns im Podcast oder am Sonntag im Radio zwischen 9 und 12.